Henning, du weißt, ich will dich darauf wirklich nicht reduzieren, aber ich kann nicht, ich muss erst mal über deine Muskeln reden. Wir haben das vorhin im T-Shirt noch sehen dürfen. Ja, okay. Michael darf es anfassen. Sag mal, was muss man machen, dass das so aussieht? Man muss natürlich ein bisschen Gymnastik machen. Ich habe auch, wundert euch nicht, habe in den letzten 3 Tagen viel Porridge gegessen. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen. Haferflocken. Ja. Kocht euch morgens einen Porridge, vor allem jetzt, wo das Wetter wieder schlecht wird. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Milch, Haferflocken, ich nehme die weichen, weil ich bin ja ein Softie, ein bisschen Salz rein, ein bisschen Zimt und einen halben Apfel. Macht das mal ein halbes Jahr, danach seid ihr topfit. Und nachher nichts mehr essen? Nein, natürlich, ganz normal weiter essen. Mittags Rouladen und Kartoffeln. Also wenn Paul Panzer jetzt anfängt, Porridge zu essen, wenn Hilde ihm Porridge machen würde, würde er dann automatisch so aussehen wie du, oder was? Ja, und ein bisschen Gymnastik haben wir gehört. Ja. Bei Paul Panzer bin ich mir nicht sicher, was da rauskommen würde. Aber es wäre ohnehin interessant zu sehen. Du würdest ein Programm draus machen vielleicht. Es würde etwas mit dir machen, der Porridge. Aber ich versuche es. Bist du nicht schon ein Porridge-Esser, Paul? Ja, so ein bisschen schon. Ja. Aber also, pass mal auf, noch ist er beim Porre. Den ganzen Tag. Ja, genau, aber ich möchte euch gerne mal zeigen, was das heißt, ein bisschen Gymnastik. Komm, wir haben ein paar schöne Bilder. Henning an der Kletterstange. Von wegen ein bisschen Gymnastik. Na, ihr Lieben, traut euch. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Aha. Da würde ich, glaube ich, sterben bei der Übung. Ja, Paul, guck genau hin. Man sieht ganz klar, es liegt am Porridge. Und jetzt Achtung, wow! Ey, sag mal. Ja. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ne? Ist dir das peinlich? Ein bisschen peinlich ist mir das. Das ist in Südafrika entstanden. Ich habe das eigentlich von einem Freund aufgenommen und wollte ihn ein bisschen motivieren. Mhm. Da ist so ein Park gewesen, ein öffentlicher Park. Und da waren so Klimmzugstangen, so ein bisschen abgegriffene Dinger. Und da konnte man gut trainieren. Aber diese Muskeln, die können ja, können die auch, also könnten die jetzt auch eine Panayota oder irgendwie so? Also bist du so stark, dass du so Menschen hochheben kannst? Naja, komm, 38 Kilo wird der ja schaffen. Mich nicht. Früher ja, jetzt glaube ich. Jetzt würdest du nicht mehr machen? Jetzt nicht mehr, jetzt ist Bandscheibe auch. Ach, das ist das sympathisch, du hast auch Bandscheibe, Mensch. Guck mal, aber das ist natürlich, du hast, dieser Körper ist jetzt auch noch mal besonders trainiert für den letzten Bullen. Nein. Nein. Du bist Nein. immer so trainiert? Ja, ich habe beim letzten Bullen, habe ich sogar, ich habe, das als mal unter uns. Film kommt der ja jetzt ich habe beim letzten Bullen, habe ich vorher trainiert und habe Kniebeuge gemacht. Und irgendwie war ich nicht so richtig, weiß ich nicht, nicht so richtig warm. Und ich habe mir dann das Knie entzündet. Und das ging nicht mehr weg. Das wurde richtig dick. Und dann bin ich auf die Idee gekommen und habe mir da Blutegel draufgesetzt. Und das war wirklich, das war skurril. Da kam ein Freund, der durfte das. Der hat da 4 Blutegel draufgesetzt. Die bohren sich in die Haut rein. Die haben so vorne so eine Fräse am Maul. Und dann hängen die da und die sind erst so schlaff und dann pumpen die sich voll mit dem Blut. Hurra. Und gleichzeitig geben die aber auch Speichel und so ein Sekret, also Blutegelspeichel, in das Knie ab. Und das soll das Knie heilen. Und? Also es ist besser geworden, aber es war keine schöne Erfahrung, weil die hängen dann irgendwann so voll gesogen mit dem eigenen Blut und fallen da ab. Lass uns doch wieder über deine Muskeln reden. Das ist irgendwie leckerer. Blutegel. Aber der Wenn du mal Schmerzen hast, Kind. Nee, habe ich nicht. Jetzt setz die Blutegel drauf. Nein, ich denke an dich, dann geht das von alleine weg. Der letzte Bulle wird ein Kinofilm. Hurra, hurra, hurra. Ja, ist schon ein Kinofilm. Ja. Er ist schon seit 10 Tagen im Kino. Das weiß bloß keiner, weil nicht so richtig dafür geworben wird. So, warum so, jetzt soll machen wir das mal. Geht mal rein, der ist nämlich super geworden. Oder? Ich meine, das ist doch... Unten steht ab, 7. November. Ja. Der Rechte, wie heißt dein Kollege? Den finde ich auch so großartig in der Kombination mit dir. Der tamilische Kollege. Herrlich. Das ist mein Freund Maximilian Grill. Großartig. Und warum weiß das keiner, dass der seit 10 Tagen schon draußen ist? Ja, wird nicht genug beworben. Aber deswegen bin ich ja hier, damit ich das auch mal sage. Und die Leute, müsst ins Kino gehen. Wir waren letzte Woche waren wir hier in Leipzig. Ja. Und da war eine riesen Stimmung in Leipzig. Ja. Der kam sehr gut an. Vorher waren wir in Halle, da kam er auch sehr gut an. Da habe ich gesagt, ich will unbedingt in Osten auch damit. Weil ich will nicht, dass der Osten irgendwie so vergessen wird. Sondern habe gesagt, ey, lasst uns bitte in Osten fahren und da den Film aufzeigen. Das sagen ja viele, dass sie echt gerne hierher kommen, weil wir halt einfach so mit offenen Armen uns echt auch freuen, wenn ihr kommt. Ja, wir wurden da wirklich mit offenen Armen empfangen. Und wir haben im Leipziger Kino haben wir noch so einen kleinen Kuchen geschenkt gekriegt und so eine Flasche Leipziger Bier.
Es gibt so ein Spezialbier, oder vielleicht gibt das nur im Kino, aber das war wie in so einer bauchigen Flasche und zwar großartig. Also echt? Habt ihr eine Ahnung, welches Bier er meint? Ihr könnt mal nachdenken kurz. Und das aber war so ein Kuchen. Heißt der, wie heißt der? Eierschecke? Eine Eierschecke, ja. Aus Dresden hast du gekriegt. Ja. Och, Junge. Ja. Isst du Kuchen? Ja, gewiss. Alter, du bist also auch noch ein Genussmensch dazu. Ja, absolut. Dionysos. Hä? Ja, natürlich. Ja. Wir Griechen. Ja. Das Tolle ist ja an dir, also... Wir haben das ein paar Mal jetzt gelesen, dass du auch ausgebildeter Rettungssanitäter bist und so. Da habe ich gesagt, wenn der Typ, wenn ich in Ohnmacht gefallen bin und der steht auf einmal über mir, macht eine Mund-zu-Mund-Beatmung, ich verliere also direkt wieder alle Sinne. Ich kann ja direkt wieder in die nächste Ohnmacht. Ich meine, so lustig das auch ist, ja, aber du hast das ja wirklich lange gemacht. Nehmt euch doch ein Zimmer. Kim, da gibt's. Nee, so ist das nicht. Mein lieber Steve. Ja. Ja. Jetzt. Jetzt ist nicht der Moment für Eifersucht, Herr Winter. Okay. Ja. Schatz, es ist nicht so, wie es aussieht. Okay, zu Hause. Nein, aber die Arbeit, die du da gemacht hast, ja, ich meine, so lustig, dass ich das jetzt hier auch gerade so eingeleitet habe, das hast du echt lange gemacht und das war auch wirklich als Rettungssanitäter, war das beinhart, weil du, hast du auch Leben gerettet? Ich fürchte ehrlich gesagt, nein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe viele Reanimationen durchgeführt, aber bei einer Reanimation ist das so, wenn... Es passiert, dass jemand also einen Herzstillstand hat und er fällt direkt neben einem um. Dann ist das wirklich lebensrettend, wenn man sofort die Maßnahmen einleitet. Aber der Rettungswagen muss ja auch erst gerufen werden. Und ich habe vermutlich über 20 Reanimationen durchgeführt. Es gab dann auch einige Patienten, die haben dann wieder Puls gekriegt. Also das dauert dann manchmal eine Weile und dann wurde Adrenalin gegeben vom Arzt und dergleichen. Aber also der eine ist dann beispielsweise erst dann später verstorben. Aber... das ist vermutlich zu spät. Das ist aber trotzdem eine notwendige Maßnahme. Ne? Man versucht alles. Sag mal, aber ist das auch eine traumatische Erfahrung Nein. für dich damals gewesen? Nein, überhaupt konntest nicht. Konntest du dann wirklich, das war Beruf und du konntest... Nein, das war eine ganz tolle Zeit. Es war ein sehr schöner Beruf. Ich habe das sehr gern gemacht. Es war ja in der Zeit des Zivildienstes. Den gab es ja damals noch. Mhm. Es ist auch meiner Meinung nach keine gute Idee, dass wir das alles abgeschafft haben. Denn der Grund, weshalb ich es für eine schlechte Idee halte, ist... Es war eine gute Gelegenheit, wenn man aus der Schule rauskam, in eine ganz andere Welt hineinzublicken. Man musste sich auch unterordnen. Und das war eine Phase, wo man sich noch mal überlegen konnte, wo will man denn wirklich danach hin? Also heute gehen die jungen Leute ja praktisch nahtlos von der Schule dann in die Ausbildung oder ins Studium. Heute ist das ja eine Zeit, in der auch, man liest das immer wieder, Verrohung der Gesellschaft, ja, also wie so mit Rettungsleuten umgegangen wird, also wie mit Polizisten umgegangen wird. Ja, das also war damals aber auch schon so. Echt? Ich kann mich da gut dran erinnern. Wir wurden immer mal wieder angegriffen oder die haben uns versucht anzugreifen. Aber warum? Das hab ich ja, das war damals so, da war eine große Drogenszene und wenn man dann beispielsweise aus diesem Milieu... Wo genau? Wo in Essen. Du? In Essen. Essen, wenn man dann jemanden mitnehmen wollte, dann sind die Kameraden von dem sind dann angekommen, fanden das nicht gut und haben irgendwie gestänkert oder wollten dann angreifen. Musste man sehr robust auch gegen angehen. Das musste sehr robust gemacht werden, sonst hätte das auch manchmal gefährlich werden können. Also damals schon. Guck mal, ich dachte, das ist tatsächlich ein Phänomen. Das war damals schon nicht gut. Aber wenn man sich mit dir so ein bisschen beschäftigt, ja, dann, also das mit dem Rettungssanitäter, das wusste ich gar nicht. Hast du vermutlich schon öfter. Du weißt vieles nicht. Ich weiß vieles nicht, aber ach komm, jetzt hör doch auf. Du guckst ja aber nicht. Was ihr vielleicht auch nicht wusstet, meine Damen und Herren, und lieber Steve, ich hatte mit Henning eine derartig tolle Nacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte es nicht. Aber meine Damen und Herren, ganz anders als Sie denken, waren wir auf einer Veranstaltung geladen und auf einmal hat sich Henning, dieser Baum, hat sich an ein Klavier gesetzt, in einen Flügel und hat einen französischen Chanson gespielt. Da habe ich gedacht, jetzt hebt es mich völlig aus den Schuhen. Du bringst dir das Instrumentespielen auch noch tatsächlich selber bei. Nö, ich habe da einen guten Freund, der hat mir das beigebracht. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ein bisschen Showpiano. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich das von der Pike auf gelernt habe, aber der hat mir viele Songs beigebracht. Heißt das, du könntest jetzt direkt an... Nein. Er ist der Musiker. Er ist Musiker. Angeweiht und er hat gesagt, oh, den Henning möchte ich super gerne einmal spielen. Hören. Nein, das macht Leute nicht geben. Bitte, bitte. Henning, nur einmal so. Henning. Ich habe das versprochen. Ich kann es tatsächlich nicht mehr, weil ich habe das,
Ich müsste das erst wieder üben. Ich lerne das ja über die Hände. Ich lerne das auswendig. Und wenn die Hände das nicht permanent... Womit spielst du Klavier? Wenn das nicht permanent üben, dann ist es weg. Na ja, mit den Füßen auch mal oder mit dem Kopf, wenn nichts mehr hilft. Nein, Kim, das hat keinen Sinn. Im Fernsehen muss man die Sachen auch können. Man kann sich nicht einfach ans Klavier ransetzen und sagen, ich kann das so ein bisschen und dann verspielt man sich. Sag mal, wo sind wir denn? Showbiz ist Showbiz. Okay. Wenn du sagst, es gibt einiges, was ich noch nicht von dir weiß, dann hau mal eine News jetzt raus, wo wir also am nächsten Tag in allen Zeitungen stehen und sagen, bitte, Henning Baum? Ja. Ja. Das könnte es sein. Na, jetzt musst du aber liefern, ne? Ja, es fällt mir nichts ein. Also entweder sind die Sachen zu sehr in meinem Gehirn hinten drin oder ich habe sie schon mal gesagt, ist doch schon irgendwie bekannt. Ich bin eigentlich, das wirst du vielleicht nicht wissen, ich bin eigentlich unsportlich und ein Müßiggänger. Und damit kokettiere ich auch gar nicht, sondern ich bin tatsächlich gerne faul. Und das habe ich schon als Kind festgestellt, dass ich mich gerne so ausruhe, praktisch so hinterm Ofen liege und nichts mache. Und dann hat meine Oma immer gesagt, Müßiggang ist aller Laster anfangen. Die war Jahrgang 1913, preußische Offizierstochter. Und das hat sich irgendwie bei mir wirklich so eingebrannt, dass ich dann spätestens in der Jugend gar nicht mehr müßig gehen konnte. Ich würde also gerne so hinterm Ofen liegen und so ein bisschen faulenzen, aber ich kann es gar nicht so richtig. Und die Übergangslösung, die ich mir dann so gebaut habe, ist, dass ich dann lese. Weil wenn man liest, dann hat man mir damals immer auch so eingebläut, dann tut man so ein bisschen was für seine Bildung. Und das ist so, diese Mischung aus Faulheit und dann doch irgendwie produktiv sein. Und das mache ich wirklich sehr gern. So rumliegen mit so einem Büchlein und lesen. Aber man muss auch Muße dafür haben und so wenig Zeit gerade. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Ich habe jetzt gerade... habe ich Siddhartha gelesen. Den habe ich nämlich in meiner Jugend nicht gelesen. Normalerweise liest man Hesse ja immer in der Jugend. Nicht wahr, Steve? Nein. Ja. Liest man nicht. Doch, Hesse. Ja. Wenn du sagst. Der Siddhartha ist ja als eine Entwicklungsgeschichte von einem indischen jungen Mann, der also sich weiterentwickeln will und dabei verschiedene Leben auch durchlebt und seine Erkenntnis daraus zieht. Aber viel interessanter ist es, dass der die gleiche Geschichte eigentlich schon geschrieben hat bei Narziss und Goldmund. Und da teilt der Hesse es nur in zwei Personen auf, nämlich in den Goldmund und in den Narziss. Aber der Goldmund, der findet eben vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges statt. Und das finde ich eigentlich noch die interessantere Geschichte. Also wenn man jetzt beide miteinander vergleicht, dann würde ich den jungen Leuten eher dazu raten, lest Narziss und Goldmund. Der Siddhartha ist ein bisschen schon sehr... sagen wir mal, ins Esoterische abgerückt. Paul musste sich direkt ausziehen gerade. Ne? Ja. Das hat dich so beeindruckt, gerade musste es dich nackig machen. Nein, hier ist heiß. Ja. Hat das mit dem englischen Internat zu tun, dass Sie durchlebt haben, dass Sie auch zu solchen Dingen neigen? Zu Hermann Hesse noch im höheren Alter? Also zu der Zeit habe ich das auch gelesen, weil das ist ja irgendwie in der Jugend so, da tut sich so eine Pforte auf. Und da hat man eine Empfindsamkeit, die man dann zu seinen späteren Zeiten im Leben eigentlich nicht mehr hat. Und da muss man eben aufpassen, dass man da die richtigen Dinge an die Jugendlichen heranträgt. Und das ist schon gut, wenn das sowas ist wie Lyrik und Literatur, weil das empfindet man in dem Alter viel stärker als erwachsener Mensch. Einen Rilke kann man später auch so empfinden, aber das berührt einen in diesem Alter viel mehr. Wie ist denn ein englisches Internat? Wir sehen immer diese Filme mit Uniform und Eltern, die froh sind, wenn der Blag nicht da ist. Wie war das bei Ihnen? Das ist genau so, würde ich sagen. Also die Eltern habe ich gar nicht gesehen. Die haben sich nirgendwo blicken lassen. Meine Eltern waren ja auch jenseits vom Kanal. Die waren ja in Deutschland. Und die anderen Eltern habe ich nie gesehen. Und man hat Uniform getragen und man musste sich an sehr viele Regeln halten. Das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber... eigentlich hat das einen Vorteil, wenn man Uniform trägt, weil man muss sich morgens keine Gedanken machen, was man anzieht. Sondern man hat das in dreifacher Ausfertigung. Wir hatten auch noch Jane, die hat das für uns gebügelt und dann hatten wir so ein Fach. Dann mussten wir es nur daraus abholen und das war sehr schön. Und man hatte Krawatte an und hat sich natürlich dann entsprechend auch benommen. Weil eine Uniform strahlt ja nicht nur nach außen, sondern die wirkt ja auch nach innen. Es ist auch ein bisschen, wenn man sagt Uniform, die sehen zwar alle gleich aus, aber das ist natürlich...
nicht uniform. Wir haben ja in Deutschland bedingt durch die Geschichte ein gewisses Ressentiment für Uniformen. Ich habe das Ehrengewand der Schweizer Armee immer mit Stolz getragen. So. Die Schweizer haben das nicht, diesen Komplex, aber in Deutschland sehen wir das eben anders. Und deswegen würden wir nicht dazu neigen, unsere Kinder in Uniform zu stecken. Sie haben eben, man benimmt sich anders angesprochen. Es gibt ein Bild von Ihnen mit der Queen. Das hat mich sehr überrascht, weil ich habe bisher immer gelesen, als großer Fan des englischen Königshauses, dass man nicht sprechen, nicht die Hand geben. Und bei Ihnen sehen, ich meine, das ist sicher, der Kopf ist tief und man ahnt die Verehrung. Aber darf man das, was Sie da gemacht haben? Man soll ihr nicht die Hand geben. Ja, aber das sieht aber so aus, als ja, ob aber sie hat mir ja die Hand gegeben. Was soll ich denn machen? Und wie sich das gehört, verbeugt man sich in ritterlicher Manier. Man sieht in einem kurz darauf aufgenommen, gleichzeitig aufgenommenen Film, dass sie auch sprechen. Ja. Ich möchte das auch ganz kurz noch mal zeigen. Dann fummeln Sie noch mit der Hand bei ihr vor dem Gesicht rum. Was hat sie gesagt und was haben Sie gesagt? Man muss sich das so vorstellen, die Queen war da und eigentlich hat niemand mit ihr gesprochen, sondern sie wurde da nur wie so ein Zirkuspferd rumgeführt. Und das ist doch nicht schön für sie, sondern sie möchte auch die Leute kennenlernen. Und warum soll man nicht ein paar Worte mit ihr wechseln und ein bisschen Smalltalk machen? Und das hat sie amüsiert. Ich habe ihr erzählt, dass ich in England war und ihre Mutter damals was vorgesungen hatte bei ihrem 90. Geburtstag. Und darüber haben wir geplaudert. Und das hat sie amüsiert. Ja. Ist Ihr Englisch so, dass Sie englische Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen könnten heute Abend? Also das Englisch bei mir, das folgt dem Gesetz. Es passt sich an der Art von Englisch, die drumherum ist. Und also demgemäß müsste ich also jetzt hier in Leipzig dann wahrscheinlich sagen, good evening, ladies and gentlemen. It's wonderful to be here in the show. Ja. Sis, aber this is not the way how you're going to play in Game of Thrones. For Game of Thrones, you need a good English. Also es gibt jetzt wieder ein Pre. Ich meine, Game of Thrones, lauter fast nur englische Schauspieler, außer Peter Dinklage. Hätten Sie sowas gekonnt von der Sprache? Die wissen schon, wenn die einen Deutschen casten, dass der dann auch nicht original britisch sprechen muss. Das würde gehen, weil das kann man praktisch nicht verlangen, dass einer, der also nicht Native Speaker ist, dann genau das gleiche Englisch spricht wie ein richtig ausgebildeter Schauspieler. Das ist nicht möglich. Hätten Sie es gekonnt? Nein, das hätte ich nicht gekonnt. Und das wäre auch nicht gut, sondern man muss die Rolle von innen heraus entwickeln. Sonst hätte ich ja versucht, von außen etwas herzustellen. Aber ich hätte dem wahrscheinlich ein Englisch gegeben, was mir entsprochen hätte. Gerd Fröbe übrigens, der große Weltstar aus Zwicke, ja, geboren in Planitz. Der hat als James Bond, hat der ja auch Englisch gesprochen. Ja? Und wenn man das Original hört, dann sagt er auch, mein dummes Mr. Bond. Ja. Ich habe versucht, daraus zu erfahren, auch warum Sie überhaupt in die Situation kamen, der Queen die Hand zu geben. Haben Sie was erfahren? Nee, bei Ihnen noch nicht. Also deswegen frage ich jetzt einfach plump direkt, warum waren Sie überhaupt dort eingeladen? Das habe ich mir auch gefragt. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es kam einfach so ein Ding in Sütterlin. Ja, es kam ein sehr schicker Umschlag mit einem Mit erhabenen Buchstaben. Mit erhabenen Buchstaben in Gold. Sehr, sehr schön mit einem, wie heißt das Ding, ne? Siegel. Ja. Ja. Und dann habe ich das aufgemacht und dann habe ich mich gewundert und gefreut. Und dann waren ja 600 Leute da und dann habe ich gedacht, na, da geht man so unter drin. Und dann kam aber eine Dame von der Botschaft und sagte, Sie gehören zu dem Kreis, der Queen vorgestellt wird. Kommen Sie bitte mit. Ja. Und ja, der Gauck war doch auch da, ne? Gauck war auch da und Gauck steht dahinter und macht so. Ja, weil und Gauck, man sieht Gauck an, der hat jetzt keine Ahnung, wer ich bin, ist ja auch egal, muss er ja nicht wissen, ne? Aber er hat sich nur gewundert, wer ist der Typ, der da mit der Queen quatscht, ne? Ja. Sagt doch sonst keiner was. Ja. Für die Menschen, die nicht wissen, wenn der Satz gesagt wird, Gauck war auch da, das war unser ehemaliger Bundespräsident, ja. Meine Damen und Herren. Ja. Morgen Abend, ich wollte es ja nur übersetzen. Hast du völlig recht, ja. Gauck, guck, da steht er. Morgen Abend, 20.15 Uhr in der ARD, mein Schwiegervater, der Camper. Einen kurzen Ausschnitt, bevor wir kurz darüber reden, meine Damen und Herren, sehen Sie selbst. Hast du was an den Ohren? Du sollst deine Karre wegfahren. Hier gibt's nur diesen herrlichen Campingplatz.
Jetzt mal mit der Ruhe hier, Sportsfreund. Ich suche nur meine Freundin, das dauert nicht lang. Du suchst deine Freundin hier? Also ich kenne hier jeden auf dem Platz und deine Freundin ist bestimmt nicht dabei. Okay. Wissen Sie was? Vergessen Sie es einfach. Wagen weg! Ja, komm, gut, dann verklagen Sie mich einfach. Ne? Wobei, ich sehe jetzt hier auch gar kein Verbotsschild laut § 12 StVO. Bist du jetzt auch noch Anwalt, oder was? Ja, bin ich auch. Was wollte der Kerl, Captain? Behauptet, er sucht seine Freundin bei uns auf dem Campingplatz. Wer von unseren Frauen lässt sich bitte mit so einem Eierlöffel ein? Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie eine ganz junge Tochter, aber schon eine etwas ältere Tochter. Wie muss sich ein zukünftiger Galan sich das vorstellen, wenn er zum ersten Mal in Ihr Haus tritt? Was muss er beachten, damit er Ihre Gnade findet? Oder ist Ihnen das wurscht, Sie lassen einfach laufen? Mir ist gar nichts wurscht. Was raten Sie Ihrer Tochter für die Paarbildung? Das hat noch Zeit. Wie alt ist denn die Älteste? Nur, dass ich mal so ungefähr... 20, ja. Viel 28. Zu jung. Viel zu jung. 38. Du möchtest also nicht, dass eine deiner Töchter mit einem Kerl mal um die Ecke kommt? Nein, das wird sicherlich irgendwann passieren, aber das kann man ja in geordnete Bahnen lenken. Letzte Frage. Erziehungskurs, ich meine, Sie haben jetzt ja diesen Unterschied, diesen Altersunterschied. Was machen Sie heute anders, als Sie es noch bei Ihrer ersten Tochter und dem Sohn gemacht haben? Nix. Das war... Nee, ich mach gar nichts anders. Ich bin nur nicht mehr... Ich kann nicht mehr so gut Rollschuh fahren wie früher. Also das geht tatsächlich nicht mehr so gut. Ich bin auch auf dem Skateboard schlechter geworden. Früher konnte man die Sachen so mit den Kindern zeigen und so ein bisschen die Geschmeidigkeit verliert man mit den Jahren. Ja, aber sonst euch nix. Alles wie früher. Ja. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr auf weitere Geschichten. Und Henning Baum, meine Damen und Herren. Toll, dass du bei uns bist.